Das ist nicht von mir. Das würde ich mir nie trauen. Wagner oder nicht Wagner? Also ich lese selber vor dann, ja? Du liest selber vor. Okay, dann nehme ich mir einfach, das ist ja fast wie beim Schwarzen Peter. Habe ich im Urlaub mit meinem Sohn gespielt. Romelu Lukakus Oberarm ist zu dick wie mein ganzer Oberkörper. Also es könnte sein, ich glaube, ich habe mal so in die Richtung gesagt, aber ganzer Oberkörper. Ich würde jetzt sagen, ja doch, ich glaube, das ist von mir. Das ist korrekt. Inter gegen Champions League gegen Inter gegen Gladbach. Boah, korrekt. Ja, finde ich auch stark, dass ich das verraten habe. Ja, mit Uli Hebel. Weiß ich auch noch. Dann haben wir, ich weiß nicht, wie sehr Huesca drauf steht, gewürgt zu werden, aber die Luft wird dünner, nicht von mir. Das würde ich mir nicht trauen. Wer hat das gesagt? Weiß man das auch? Ja, Florian Eckel war das. Okay. Ich fand mich immer hochgradig unsympathisch. Das glaube ich, habe ich mal gesagt, wenn ich über den Spieler Sandro Wagner gesprochen habe auf dem Feld. Wo habe ich das gesagt? Boah. Ich würde sagen, mit deinem unsympathischsten Freund bei der Sohn. Mit meinem war das der Schlüter, oder was? Okay, mit Schlüti. Ja, aber das muss ich sagen, nur sportlicher, sonst bin ich eigentlich immer ein sympathischer Typ. Hermann Gerland schnallt gerade mit der Zunge zu Hause auf dem Sofa, auf jeden Fall. Ja, von mir. Zu leicht. Habt ihr auch ein paar schwerere vorbereitet? Ja, oder? Wann hast du es gesagt? Na gut, das ist natürlich, das weiß ich nicht. Das passt auf ganz viele Spiele. Wenn einer mit der Innenseite gegen die Laufrichtung spielt und ein Tor schießt, wahrscheinlich, oder? Salzburg-Bayern, was? Das ist wie beim dritten Date mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren, nur dass er den hier nicht reinhämmert. Das ist nicht von mir. Das würde ich mir nie trauen, sowas zu sagen. Wer könnte sowas sagen bei der Sohn? Also ich sehe jetzt keinen Experten, dass sich sowas traut. Kommentator. Boah, das sind wenige. Wer würde sich der Uli? Nein. Jan Platte niemals. Marco Hagemann niemals. Wer war das? Weiß ich nicht. Wer war das? Das okay. War wieder Flo Eckel. Ach Quatsch. Im selben Spiel. Okay, krass. Da haben ein paar rausgehauen, ne? Und in dem Spiel. Seitdem hat er keinen Ansatz mehr gehabt. Danach wurde er rausgeschmissen. Die Bayern ist aktuell stärker auf Instagram als auf dem Platz. Der ist von mir. Das weiß ich. Weil ich das damals sehr so gefühlt habe. Ja, alle waren überrascht, dass du überhaupt, als wir das vorbereitet haben, dass du wusstest, dass du auf Instagram ist, weil ich dir immer gesagt, du hast kein Instagram. Ja, also ich schaue schon ab und zu bei Instagram mal nach, wie die Trends sind im Fußball. Und mittlerweile, wenn ich nicht auf Instagram ab und zu nachschauen würde, würde ich ja von der Zone auch nichts mitbekommen. So. Ja, auch nichts über die Darts-WM zum Beispiel. Meinst du, ich mache noch einen Fehler, oder? Ich frage nur, hat jemand das Gefühl, ich mache noch einen Fehler? Tut weh, Tor verhindert, Hodensacker ein bisschen angesprochen. Ich glaube, der ist auch von mir. Keine Ahnung, welcher Spieler, aber der ist auf jeden Fall von mir. Korrekt, das hast du auch gesagt. Ebenfalls beim Salzburg-Bayern-Spiel. Okay, war ich gut drauf an dem Spiel. Da warst du. Ja, war auch ein schönes Spiel, muss ich sagen. Kleines Kaltgetränk mit dir in Platte vorher. Das kann sein, ja. Modric bekommt einen Wischer ins Gesicht und bleibt stehen mit dem Grottasche Baumstamm, auch von mir. Champions League-Halbfinale gegen City in Madrid. Dankeschön. Sehr gut. Dankeschön. Eintracht in der Europa League ist gefühlsechter als das dünnste Kondom der Welt. Nein. Würde ich mich auch nicht trauen, sowas zu sagen. Beziehungsweise würde mir auch nicht einfallen. Es war ein Tweet, Schlüti natürlich. Schlüti, echt? Der twittert sowas. Wahnsinn. Ich bin bei DAZN, Entschuldigung, und Ex-Hoffenheim, Co-Trainer bei Barca. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Das war meiner. Alfred Schreuder bei einem Barca-Spiel. Korrekt. Sandro oder nicht Sandro war die Frage. Und ich würde sagen, du hast das Spiel eindeutig gewonnen. Glückwunsch. Dankeschön. Das freut mich. Nächstes Mal gerne auch mal was Schwereres für mich. Nächstes Mal was Eine kleine Herausforderung.